Man stiehlt ihr Auto, sperrt ihr Konto und steckt ihr Haus in Brand. Dann kommt die schon von alleine. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Haki hier. Herzlich willkommen bei der 35. Folge von Sag doch mal. Letzte Woche kam leider kein Video, da ich mega viel in meinem Job zu tun hatte. Die Woche davor kam als kleine Überraschung ein anderes neues Format mit dem Namen What the Beep. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, checkt das auf jeden Fall später noch aus. Außerdem habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wie ihr wisst, findet auch in diesem Jahr der VIP-Videopreis statt, bei dem besonders tolle Videokonzepte sowie Videokünstler selbst ausgezeichnet werden. Wenn euch irgendein Video von mir ganz besonders toll gefallen hat, reicht es doch als Vorschlag beim VIP-Videopreis ein. Alle Videos mit Erscheinungsdatum zwischen dem 01.01.2015 und 10.03.2016 dürfen eingereicht werden. Also, klickt euch mal durch meine Playlist und schickt euren Favoriten ein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Jetzt kommen wir aber endlich zu euren Antworten von vor einer halben Ewigkeit, denn in der letzten Folge habe ich euch gefragt, wie entkommt man der Friendzone? Hier sind eure besten Kommentare. Alter, was? Okay, irgendwie scheint wirklich die Hälfte von euch nicht zu wissen, was die Friendzone ist. Kann uns da vielleicht mal irgendjemand aufklären? Friendzone, von Englisch Friend für Freund und Zone für Bereich, beschreibt eine rein platonische Beziehung zwischen zwei Personen, in der sich eine Person eine romantische oder sexuelle Beziehung wünscht, die andere aber nicht. Der Status der Friendzone gilt als nicht wünschenswert und hat eine negative Konnotation. Wo wir das jetzt nun endlich geklärt haben, nochmal die Frage. Wie entkommt man der Friendzone? Duct Tape, Vaseline, eine Maske, et voilà. Der folgende Cheat sollte helfen. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, A, B. Ganz einfach. Man fragt den gutefrage.net. Biegen Sie rechts ab, fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Was? Ich habe mein Navi gefragt. Mit einem Anti-Friendzoninator. Aus der Friendzone kommst du nur durch sexuelle Neuorientierung. Ich empfehle da Objektophilie, also den Wunsch nach einer sexuellen Beziehung zu einem Gebäude. Yeah. Du willst mich ficken, Mann. Mit Chlorophyll. Da das was mit Pflanzen zu tun hat, glaube ich eher, du meinst mit einem Taschentuch und Chloroform. Ich kann nur Tipps geben, wie man reinkommt. Haki, Dude, wir sind nicht eine Selbsthilferunde. Okay. Man kann es metaphorisch sehen. Frauen müssen einfach nur durch eine Tür gehen. Männer müssen durch den Atlantischen Ozean schwimmen, über ein Minenfeld laufen und an Hans Entertainment vorbei, um irgendwie aus der Friendzone zu kommen. Google ist mein bester Freund, kannst ja den mal fragen. Okay. Ich kann dir sagen, wie man aus Guantanamo ausbricht, aber nicht aus der Friendzone. Keine Ahnung, wie man da rauskommt. Ich bin eine Frau. Ich muss nur wissen, wie ich euch reinbringe. Man stiehlt ihr Auto, sperrt ihr Konto und steckt ihr Haus in Brand. Dann kommt die schon von alleine. Man nimmt einfach das Friend und schiebt es woanders hin. Dann hat man nur noch Zone. Frag doch einfach Siri. Haki, ich habe dir schon 100-mal gesagt, aus uns wird nichts werden. Einfach aus dem Hundezoo gehen. Warte. Ah, ich dachte Frieda-Zone. Tja, lass dir mal selber was einfallen. Nicht verzagen, Barney Stinson fragen. Ich habe ihn gefragt und er sagte, drei Worte. Der nackte Mann. Man geht ins Pokémon-Kampfmenü und drückt Flucht. Indem er sich von seinen Freunden umstellen lässt und dann aus dem Kreis rausgeht. Nein. Alt und F4. Was denn sonst? Tippe einfach Escape Friendzone Not Forever Alone vor Name. Okay. Mit einem Friendship. Man reist in eine Zeit, in der Frauen keine Rechte hatten und lässt sich zwangsverheiraten. Gar nicht. Frauen sind komplizierter als Quantenphysik. Völlig richtig. Mit Julian Bam Special Moves. Indem man Mädchen selber friendzoned und so interessant für eine Beziehung wird. Töte sie und mach aus ihrer Haut eine geile Jacke, dann ist sie immer bei dir. Der Friendzone entkommen? So schnell kann ich mal Usain Bolt laufen. Die Friendzone ist wie die Cloud. Keiner versteht sie, aber bist du einmal drin, kommst du nie wieder raus. Es ist eigentlich ganz einfach. Sei nicht hässlich. Unmöglich, denn Friendzone ist dasselbe wie von einem 1 Kilometer hohen Hochhaus zu springen und ernsthaft glauben, überleben zu können. Oh mein Gott, ich lebe noch. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt doch kurz auf den freundlichen Daumen nach oben. Mit jedem Like wird ein unglücklich Verliebter aus der Friendzone befreit. Kommen wir zur nächsten Frage. Sagt doch mal, was ist der ultimative April-Scherz? Und weil bestimmt einige von euch total lustig sein wollen, Gay-Prank braucht ihr nicht zu schreiben. Es kommt eh nicht in die Folge. Also schreib mir deine lustige und kreative Antwort in die Kommentare und vielleicht bist du dann in der nächsten Folge von Sagt doch mal. Checkt hier die letzten Videos, vor allem aber natürlich What the Beep und meine anderen Links aus. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder bei einer neuen Folge von Sagt doch mal. Haut da rein, euer Haki. Aus der Friendzone kommst du nur durch sexuelle Neuerungen. Oh, Mann.